Das deutsche U-Boot, das ein britisches Schlachtschiff versenkte. Das deutsche U-Boot U-331 unter dem Kommando von Kapitänleutnant Hans Dietrich von Tiesenhausen erlangte Berühmtheit durch das Versenken des mächtigen britischen Schlachtschiffs HMS Barham. Der Angriff ereignete sich am 25. November des Jahres 1941 während der Mittelmeerkampagne. U-331 feuerte einen Torpedoschwall auf die HMS Barham ab und zog sich unmittelbar danach zurück. Der Treffer verursachte eine massive Explosion, die das Schlachtschiff rasch zum Sinken brachte, zusammen mit einem Großteil seiner Besatzung. In meinem Spiel kannst du ebenfalls das Kommando über mächtige U-Boote übernehmen. Sieh dir dazu die Beschreibung an. Die Nachricht über das Versenken der Barham wurde über einen Monat lang geheim gehalten, um die britische Moral nicht zu untergraben und das Ereignis vor den Deutschen zu verbergen.